Oh Mann, immer sind diese komischen Blöcke im Weg. Jetzt geh einfach weg sofort. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Princess Peach. Hier auf Katze. Ah, es wird feurig, es wird aber auch wild getanzt. Hier in dieser Lava-Welt, denn im Gegensatz zu vielen anderen Mario-Spielen, wobei das ja offiziell kein richtiges Mario-Spiel ist, sondern ein Prinzessin-Peach-Spiel, sind die Lava-Welten immer sehr, sehr düster, voller Vulkanasche und eher dunkel gehalten. Und hier ist es so schön fröhlich, bunt, hell, einfach grandios. Ich freue mich da riesig, dass wir hier mal durchlaufen können und demzufolge auch das eine oder andere entdecken könnten. Wir dürfen daher sehr, sehr gespannt sein. Was machen wir jetzt? Wir gehen mal da nach oben. Oh, da kommen wir ganz hoch oder ganz oben raus. Und da vorne könnte es eventuell weitergehen. Ich kann sogar mit Perry ganz kurz auf der Lava schwimmen. Aber nur, wenn ich für die Kurzzeit unverwundbar bin, sodass ich das berühren darf. Drücke X, während du etwas trägst, um es abzulegen. Das ist nützlich, wenn du etwas nicht werfen möchtest. Okay, das ist praktisch, Perry. Vielen Dank dafür. Das werde ich gleich mal mit der Bodenplatte machen. Aber erstmal aktivieren wir diesen Schalter. Das ging doch mit Wut. Und ja, jetzt können wir dafür da nach oben. Ich frage mich allerdings, ob das mit der Plattform noch für uns relevant sein könnte. Wir schauen mal. Und Achtung, Achtung, jetzt kommt's. Wir wurden nach oben gedrückt. Ja gut, viel haben wir jetzt nicht verpasst. Ich kann jetzt hier durch oder ich könnte oben durchgehen können. Ich gehe jetzt aber erstmal kurz zurück. Denn wir haben diese Statue ja nicht umsonst kaputt gemacht. Schon erstaunlich, dass Prinzessin Peach einen so starken Klotz einfach so nach oben schleppen kann. Oder also mit dem Schirm tragen kann, das wollte ich sagen. Verrückt. Nun gut, ich gehe nochmal da nach oben, wie vorhin schon angekündigt. Und jetzt geht's hier rüber und jetzt schaue ich mal. Ah ja, alleine wegen diesem Toad hat es sich gelohnt, nochmal zurückzulaufen. Und ihn zu befreien, holla die Waldfee, hier geht die Post ab. Bloß weg hier. Aber es sind noch so viele Münzen in der Luft. Die würde ich mir alle gerne noch schnappen. So, wunderschön. Und vielleicht ist in den Klötzchen noch was drin. Wumms. Ja, zwei Münzen war da drin. Kann ja nicht schaden, die noch mitzunehmen. Aber wir müssen jetzt hier erst einmal weiter. Wir nutzen also wieder diesen Feuergeysir. Sprudeln oder lassen uns nach oben sprudeln. Und dann geht es hier mit der Röhre auch schon weiter. Trubbel die, Trubbel da. Was? Ein Feldstein blockiert deinen Weg? Wenn du in Rage bist und die Erde erbeben lässt, dann lässt er dich vielleicht vor lauter Angst passieren. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Bums und Bums und Bums. Das war jetzt cool. Toady, wir haben dich gerettet. Klasse. Und jetzt weg hier. Oh, Achtung. Da gibt es diese Gegner, diese Spikies. Spikes, die uns attackieren können mit komischen Stachelkugeln. Aber das lassen wir nicht auf uns zukommen. Im Sinne von, wir laufen lieber schnell weiter. Puzzle B Teil 9 gefunden. Okay. Viele tolle Teile, die wir hier finden, aber wir laufen mal weiter. Okay, eingesaugt und eingesammelt. Volle Kraft voraus! Oh, jetzt müssen wir hier durch. Aber auch das ist alles kein Problem. Achtung. Na komm, beweg dich mal ein bisschen schneller, mein Freund. Die sind so lustig, diese Gegner. Okay, da ist nichts mehr. Da waren aber Unmengen von Münzen. Muss man sich ja auch mal gönnen. Denn wir können uns im Laden, wie gesagt, immer tolle Sachen kaufen. Vor allem der starke Kaffee ist interessant für mehr Lebensenergie. Und wir haben ein Minispiel. Und den Lotus-Tee oder wie das gute Stück auch nochmal hieß. Das erhöht die Gemütsleiste. So, vorsichtig.
Wow. Dass diese Koopas hier mittendrin auf der Bahn stehen müssen oder fliegen müssen. Ärgerlich. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und das ist die Hauptsache. So, jetzt Konzentration. Peach, konzentrier dich. Oh, wir müssen wieder eine Statue entfernen, damit wir zu diesem Kasten kommen. Die Box, in der ein Toadie versteckt ist. Toadie, willkommen. Hallihallo, mein Freund. Oh, danke schön. Endlich wurde ich befreit. Tschüss. Tschüss, Toad. Oh, da ist schon das Ziel. Und wir haben alle Toadies. Das heißt, wir können jetzt mit gutem Gewissen hier rein, kriegen sogar einen Stern und damit 50 Münzen. Yeah! Geschafft. Ist das nicht cool? Na dann, weiter geht's. Das nächste Lava-Level wartet auf uns. Zuvor schauen wir mal ganz kurz. Oh, es gibt Mut-Limo. Dieser Trank wurde von Händlern gebraut. Okay. Kann ich Fieslinge zusammenmischen, um dann Münzen zu bekommen? Keine Ahnung. Ich bleibe mal beim Launentee. Und dann ist das alles schon irgendwie ganz gut. So. Starker Kaffee ist immer was Gutes. Jetzt habe ich hier nämlich 4 Herzen. Und das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. So, Achtung, das nächste Level kommt zugleich. Vorsicht. Was haben wir hier? Schönes Goombas, Paragoombas, wohlgemerkt. Aber ansonsten frage ich mich, warum es hier dieses Trampolin gab. Hat es irgendeine besondere Funktion? Keine Ahnung. Ich nehme es mal mit. Kann ja bekanntlich nicht schaden. Und wenn, dann kann ich es immer noch wegwerfen. Achtung, hier rutsche ich mal rein. Und, oh, Achtung, nochmal. Yeah, sehr gut. Was haben wir denn hier in dieser Röhre? Einen Schalter zumindest. Und, oh, da hinten. Da hinten ist ein Toadie. Den retten wir doch mal kurzerhand. Einmal mit Perry, dem Schirm, hier die Steinblöcke freischaufeln. Und zack, haben wir es auch schon. Hey, danke schön, Peach. Ich freue mich. Geh zum Bastelkurs. Tschüss. Tschüss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, wie viele Toads wir hier noch treffen werden. Ja gut. Ich meine, in diesem Level sind es natürlich noch 2 weitere, die wir finden können. Aber ich meine generell in diesem Spiel. Wie viele Toads warten noch auf ihre Rettung? Also natürlich neben Mario und Luigi. Die 2 dürfen wir natürlich nicht vergessen. Schön weiter, was ist das für eine Röhre? Kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen spanisch vor. Schauen wir doch mal nach. Oh, Autoscroll. Ein Scrolling-Level. Ein Level, das sich von alleine bewegt. Na gut. Hallo, kleiner Dino. Dich sammle ich gleich mal ein. So. Schön den Weg hier freigeschaufelt. Und ich habe jetzt durch die Limonade, beziehungsweise durch den starken Kaffee und den Tee, wieder mehr von der Gemütsleiste. Ich meine, mir war das schon bewusst, aber ich sehe das erst jetzt so richtig bewusst links oben am Bildschirm. Wie viel wir für Emotionen jetzt nutzen können. Sehr, sehr cool. Ab durch die grüne Röhre. Uah, ich sehe hier nichts. Und das macht sogar noch Schaden. Wir müssen das unbedingt gleich mal entfernen. Erstmal den Knopf aktivieren. Mal sehen, was dann passiert. So, da vorne. Kaboom! Da ist das gute Ding aber auch schon kaputt. So, jetzt brauche ich den Zyklon. Ich muss hier ein bisschen klar Schiff machen. Ja, schon viel, viel besser. Dann würde ich sagen, ab geht die Post. Schauen wir doch mal, wie es hier weitergehen wird. Da oben, ein Toadie. Hey, Toadie. Dankeschön, Peach. Ich gehe jetzt meine Oma besuchen. Oh, das ist immer schön. Großeltern besuchen, egal ob Oma oder Opa, die freuen sich immer. Die freuen sich immer über Besuch. Und jetzt mal im Ernst, wer findet es nicht toll, mal seine Oma oder seinen Opa zu besuchen? Achtung. So, eingesammelt und eingesaugt. Eieieiei. Da oben ist der letzte Toadie. Autsch. Mann, hier geht echt die Post ab. Hey, danke schön, Peach. Ich gehe meinen Opa besuchen. Ach nee, dein Kollege, dein Kumpel von vorhin, der geht den Oma besuchen. Du gehst den Opa besuchen? Das
sehr, sehr lobenswert. Also, liebe Toadies, wirklich, ihr seid klasse. Ihr seid spitzenmäßig. So, und jetzt hier einmal alles aufgemacht. Und weiter geht's. Ai. Komische Meteoriten oder was es auch sein soll. Flammende Dinger. Die kennt man eher aus Kirby-Spielen. Aber hiervon? Nee, das ist mir neu. Naja, wir haben es geschafft. Und das ist gut so. Also einmal raus. Der nächste Abschnitt wartet schon auf uns. Ich bin gespannt. Und nochmal. Ein schönes, wunderbares Lava-Level. Wir sind auch fast durch in der Lava-Welt. Also das geht auch rucki-zucki hier. Da bin ich mal gespannt, was die nächste Welt sein wird. Aber nicht zu voreilig. Lasst uns lieber noch die Lava-Welt genießen. Sie gehört definitiv zu meinen Lieblingswelten in Super Princess Peach. Und für gewöhnlich finde ich Lava-Welten zwar ganz nett, sie gehören aber nicht zu meinen Lieblingsleveln oder zu meinen Lieblingswelten. In dem Spiel ist es allerdings was anderes. Das liegt vor allem am Hintergrund und an der richtig tollen Musik. Die macht einfach gute Laune, die sorgt für Stimmung. Das ist, hey, das ist mal eine richtige Lava-Welt. Punkt aus Ende. Es gibt andere Lava-Welten, die haben immer so eine drückende Stimmung. Zum Beispiel in Super Mario 64. Ist nur meine persönliche Meinung. Oh nein, Scrolling-Level. Okay. Während wir hier nach oben laufen, ist es meine Aufgabe, ganz viele Münzen einzusammeln. Eieiei. Okay, und immer schön den Koopas ausweichen. Oh nein. Oh, der Zyklon hat mich gerettet. Aber in letzter Sekunde, eieiei. Das war jetzt ein bisschen chaotisch gegen Ende. Aber ich meine, insgesamt habe ich schon einige Münzen einsammeln können. Also so kritisch war das jetzt nicht. Hätte man aber auch definitiv besser machen können. So, jetzt geht es hier unten weiter. Einmal durch die Röhre. Schauen wir nochmal schnell. Genau, die Pinata. Oder diese, keine Geschenkebox, aber ein Handtuch mit einer Schlaufe, mit einer Schleife, die symbolisiert, dass dahinter ein kleines Geschenk ist. Aber in dem Fall sind es lediglich Münzen, ein Herz und vielleicht auch noch Kristalle für die Gemütsleiste. So, dann fliegen wir mal nach oben. Denn dieser Pfeil aus Münzen hat uns das gezeigt. Jetzt geht es einmal hier durch. Und da haben wir einen Toadie. Hey, Toadie! Oh, danke schön. Ich gehe meine Tante besuchen. Tschüssi. Ich glaube, in dieser Folge wollen die Toadies gerne ihre Familie besuchen. Was ja auch sehr lobenswert ist. Okay. Ich guck mal ganz kurz, dass ich diese Münzen noch erhasche. Das sind 15, um genau zu sein. Und dann geht es schon durch die Tür weiter im Level. Oh, Goombas. Ja, da freue ich mich immer. Goombas sind eine tolle Geschichte. Und Achtung, jetzt geht es nochmal richtig rund hier. Was passiert? Da unten hat sich was geöffnet. Schauen wir doch gleich mal rein, was wir da Schönes erhalten können. Und es gibt zumindest mal ein Puzzleteil. Puzzle B, Teil 11. Du findest es im Menü. Gut. Dann geht's hier mal kurz an nach oben. Und rums die Bärs. Klasse. Vorsicht. Hier einmal drauf. Und jetzt einmal nach oben katapultieren lassen. Achtung. Wunderbar. Viel mehr gab es da nicht. Von daher geht es für mich jetzt hier an dieser Stelle weiter. Hey, der Dino ist traurig. Oh, der Arme. Naja, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hat er sich verletzt. Und ja, wenn die Tränendrüse drückt, dann weint man eben. Das ist doch völlig normal, das ist menschlich. Manchmal tut es eben so weh, dass man eine Träne verdrücken muss. Naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Da komme ich nicht durch. Einmal hier aber. Und jetzt brauchen wir Feuerkraft. Bums! Und da oben ist ein Toadie. Toadie, wir retten dich. Gleich bist du frei und dann kannst du jemanden besuchen. Ihr könnt ja schon mal raten, wen Toadie besuchen möchte. Gucken wir doch mal. Hey, danke schön, Peach. Ich gehe meine Cousine besuchen. Tschüss. Okay. Grüß deine Cousine von mir. Auch wenn sie mich nicht kennen wird. Ja, wobei, ich bin der Prinzessin Peach. Das heißt, Peach könnte sie eventuell schon kennen. Wenn sie denn Nintendo-Spiele wie diese mag. So, nächster Abschnitt. Auch hier gibt es ein Geheimnis zu lüften.
eventuell ein Toadie. Ja, da oben. Hallo, Toadie. Hallo, ich gehe meinen Onkel besuchen. War doch klar, oder? Na, natürlich war das klar. Wenn wir schon die Tante besuchen, dann auch den Onkel. Ja, hier wird's wieder knifflig. Wow, warum können die ihren Stachel ausfahren? Die sind ja gefährlich. Okay, Hooting will Weile haben. Niemals etwas überstürzen, lieber etwas langsamer gestalten. Und geschafft, wir haben den Stern. Super gemacht, Peach. Bleibt katastisch.